Ja, hallo und willkommen im neuen Video. Es wird ernst, wir werden jetzt ein bisschen noch an den Hausarbeiten. Und ich habe hier schon mal ein bisschen gerodet, weil wir werden viel dieser Fläche hier nutzen. Ich erzähle euch jetzt mal, was der Plan ist. Hier entlang von diesem Spot circa soll eine Straße gehen. Ja, die soll bis hier hingehen. Und entlang dieser Straße werden wir verschiedene kleine so Randbewohner, kleine Bauernhöfe vielleicht noch, vielleicht nicht nur der eine große, vielleicht noch ein kleiner Viehzüchter oder was weiß ich, oder noch ein paar Felder. Wir werden uns was einfallen lassen. Wir werden ein bisschen Landscaping betreiben. Alles gut und schön. Dann wird hier eine Brücke sein. Und diese Brücke wird in ein Dorf führen. Dieses Dorf wird hier entstehen. Wir haben hier genug Fläche, um ein schönes Dorf reinzupflanzen. Ich werde hier irgendwie versuchen, mal mit World Edit die Fläche zu gestalten. Wenn es mir gelingt. Ich habe noch nie mit World Edit gearbeitet, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So, aber zurück zum Haus. Ich habe es ja in den Kommentaren, das ist Bob. Ja, und das hier, das müsste Nervbolzen sein. Irgendwo ist ein Schaf, das heißt Nervbolzen. Weil es mir ständig irgendwo reingelaufen ist. Als allererstes, jedes Haus, das ein bisschen größer ist, hat natürlich einen Keller. Das heißt, weil diese Wand hier ziemlich nackig ist, bauen wir uns hier einen kleinen Kasten ran. Der die Tür bildet. Legen hier noch Oaklocks drauf. Dass ihr ein kleines Vordach kriegt. Das muss jetzt nicht das Schönste am Haus sein, ja. Das ist nur ein Durchgang zum Keller. Gehen wir gleich hier ran. Wir nehmen uns. Was nehmen wir denn? Müssen wir das Fledermaus. Ein bisschen Mauer. Der Creeper kann weg. Setzen die hier so. Das war jetzt sehr intelligent wieder. Hier so dran. Wollen wir. Schauen wir mal. Nee. Das sieht doof aus. So. Genügt hier auch. Tür noch rein. Und das war's schon mit dem Durchgang zum Keller. Ich habe dann natürlich schon nach unten hinweg die Stufen gemacht. Den Keller selber, das könnte machen, wenn er das Haus nachbaut. Ich lasse ihn jetzt so, wie er ist. Ich glaube, den Keller muss ich nicht großartig erklären. Ich will euch nur eines ans Herz legen. Wenn ihr eine Decke hier rein macht, macht nicht einfach nur Stein oder sonst irgendwas, sondern macht es so. Ein Pro-Tipp von mir. Geht ihr hier ran, zieht nach hier, geht hier ran, zieht nach hier und könnt hier zwei rausnehmen. Und sorgt hier schon mal für Licht. Könnt hier auch zwei rausnehmen, auch wieder Licht und hier auch. Und den Rest der ganzen Geschichte
damit das ein bisschen Tiefe kriegt, Struktur und nicht komplett platt ist, nehmt ihr euch, wo sind denn die drin, Trapdoors, und zwar die hier, ich sage immer, das sieht dann aus wie ein Schokobon. So. Ja, sieht besser aus. Ja. Dann muss es hier auch so sein, so. So. Er hat dann ein bisschen Struktur in der ganzen Sache und es ist nicht so. Da ist eine Decke. Ich muss diesen Pulli aufstecken, das geht so gar nicht. So, dann geht's weiter. Wir brauchen ja da oben auch noch ein bisschen Struktur. Deswegen nehmen wir jetzt hier wieder Mauerstücke. Aber weil wir die hier mit Bruchstein arbeiten, ja, mit Bruchstein gearbeitet haben, nehmen wir Andesit. Und legen die hier so rein. Ihr müsst aufpassen, hier, wir haben ja hier eine andere Schicht, weil das Dach um eins versetzt ist, deswegen legen wir es nicht überall rein, sondern nur da, dass es ein bisschen so abschließt. Ihr könnt es auch hier noch reinlegen, da die Mauer hier ja sowieso sehr nackt ist, bringt das auch noch ein bisschen was. Und damit die Nacktheit bei dieser Mauer ein bisschen verschwindet auch, nehmen wir noch Knöpfe. Okay. Und setzen uns die hier rauf. So. Nehmen wir uns irgendwelche Setzlinge. Ich nehme hier Dschungel. Sieht meiner Meinung nach am besten aus. Und setzen die hier drauf. Dann ist das alles nicht mehr ganz so nackt. So. Dann geht's hier rüber. Wir brauchen ja auch, um das Ganze hier zu bewässern, einen Brunnen. Zombie, gib Ruhe. Wir heben uns hier ein Viererloch auf. Aus. Na, da schau her. So, machen wir noch eins mehr. Nehmen uns Steinziegel. Und zwar genau diese beiden Arten hier. Machen wir mal das Loch drin. Wir nehmen uns wieder Steinmauer. Diesmal bemooste. So. Und dann ganz wichtig, ihr nehmt euch Bruchsteintreppe. Und jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Fangen hier an. Gehen dann hier so rüber, hier auch, und jetzt wird es kompliziert. Wir wollen das nämlich hier so rüber ziehen, das geht eh schon nicht so, wie ich es will. Jetzt aber. Legen dann hier dran die Ziegel wieder normal. Gehen wir raus.
Das wollte ich jetzt nicht. Wie habe ich denn das gemacht? Das sieht auch doof aus. So, so! Genau so habe ich es gemacht. Nee. Und jetzt können wir hier noch die Ziegel so rein, hoppala, so reinlegen und haben diese Ecken hier. Auf die war ich aus. Dass es nicht so komplett gleich aussieht. Dann könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, hier noch zuziehen. Und das hier sieht auch ein bisschen blöd aus. Dann nehmen wir uns normalen Zaun. Hoppala. Sieht, glaube ich, besser aus. Und dann brauchen wir nur noch Wasser. Könnt ihr noch einen Zaun reinlegen, wenn ihr wollt. Muss aber nicht unbedingt sein. So. Irgendwie haut es heute hin. Dann hier wollen wir einen kleinen Teich gestalten. Das Wasser ist schon drin. Aber der Boden ist einfach nur hässliche Erde. Das legen wir mit Sand aus. Was uns auch schon mitten in dieses Landscaping-Feeling bringt, das ich angesprochen habe. Und da, wo wir es gut verstecken können, am besten in den Ecken, legen wir Seelaternen rein. So dass der ein bisschen beleuchtet ist. Und wenn ihr dann Seegras oder so haben wollt, Knochenmehl. So sieht das gleich ein bisschen manierlich aus. Und überall. Wo habe ich denn den Sand jetzt hin? Am Rand könnt ihr noch ein bisschen so Sand reinlegen. Delfin vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht Trockenfische. Als Tierfische, Keulkarpfen und so. Ah, mehr. Noch ein paar. Seerosenblätter. Und drumherum noch ein bisschen mit Knochenmehl gearbeitet, damit er ein bisschen verwildert aussieht. Dann passt das schon. Gibt auch ein paar mehr Blumen dann für die Bienen. Das könnt ihr hier durch auch ein bisschen machen. Also ich zumindest. Dass da noch ein bisschen nackt ist. So, dann sehen wir uns mal innen um. Wir brauchen ja auch eine Küche etc. Pipapo. Die Küche, habe ich mir gedacht, die machen wir hier. So eine kleine Küchenzeile. Aus den verschiedenen Öfen, die wir haben. Somit hat man eine kleine Zeile. Nehmen ein bisschen Teppich und legen den drauf. Und hier legen wir uns mit Treppen, so eine kleine Frühstücksinsel.
oder Anrichtplatte, je nachdem wie man es nutzen möchte. So, gehen hier weiter. Legen uns hier so eine kleine Trennwand. Folgen. Und fertig ist der Tisch. Und die Wand ziehen wir nach oben. Komplett. Wenn es komplett gehen würde. Haben wir die Hammer? Okay, da brauchen wir wieder die anderen. Eine Fresse. So. Damit das Ganze nicht so nackig auszieht. Schon fast peinlich. Nein! Das passt hier schon eher hin. So, Beleuchtung. Wir nehmen Fackeln. Müssen wir auch ein bisschen mehr anbringen, weil hier sind viele dunkle Ecken, die den Spawn begünstigen. Hier machen wir noch eine Ablage. Nee, nee. Eingangsbereich muss natürlich auch ein bisschen Teppich liegen. Ja. Allein schon wegen der Farbgebung. Hier machen wir auch noch einen Läufer durch. In einer anderen Farbe. Mit der Jagdkluft des Bauern. Ein begnadeter Schütze. Ich weiß nicht, wie viel von seiner Verwandtschaft das jetzt war. So, wir gehen nach oben. Oh. Hier bauen wir einen Wandschrank hin. So. Jetzt nehmen wir Holz, das sich ein bisschen abhebt. Bisschen größer. Upa. Ja, lassen wir das so. So, dann brauchen wir noch ein Bett. Oh, hallo Biene. Bett nehmen wir diesmal in Blau. Sieht gut aus. Wir nehmen wieder ein helles Holz. Wirklich Birkenholz hier. So, die brauchen wir nicht mehr. Dann
Dann basteln wir Ihnen hier noch eine. Dann nehmen wir gleich das. Eine Uhr. Hoffentlich geht wenigstens das jetzt. Ohne Zwischenfall, sehr schön. Ja, bei Teamblock auch für Verwunder gesorgt. Die kannten sie noch gar nicht, dabei ist dieser Trick eigentlich schon relativ alt und gut bekannt. Und dann kriegen sie natürlich noch eine kleine Bücherecke. Verzauberungstisch kennen. Es ist ja auch kein Spielerhaus, sondern hier wohnen NPCs. Tja. Vielleicht hier auch noch. Hier an der Seite haben sie natürlich noch einen kleinen Tisch, wo sie auch sitzen können. Wo haben wir Zaun? Ich habe doch sicher ein Zaunstück hier. Nee. Machen wir Ihnen hier noch einen Sessel oder lassen wir es einfach gut sein? Ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Das obere Stockwerk, ich habe es eingezogen, wird aber nur als Lagerraum benutzt werden. Wir könnten dann Kisten und alles mögliche abstellen. Hier bauen wir Ihnen noch eine kleine Bank hin. Brauche ich erst recht wieder die Birke. Ich weiß nicht, warum ich sie weggegeben habe. Geistige Umnachtung würde ich sagen. Das auch. Können sie noch sitzen. Und darüber schauen zu Müller Jupp. So, hier haben wir die Bauern. Bauer Henry und Bauersfrau die flinke Liese. Lesen nur mit einem I, nicht mit IE. Somit ist auch dieses Haus bewohnt, so wie oben Müller Jupp, der wahrscheinlich hier noch nie rausgegangen ist. Ja, der schläft auch nur. So, das war das Einrichten des Hauses. Beim nächsten Mal bauen wir den Kuhstall. Und der Kuhstall, den werden wir hier hinbauen und dann hier so anbinden. Wir stellen uns noch zu Bob, werfen noch einen letzten Blick auf das Haus und ich sage euch, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, Kommentare nicht vergessen und wenn ihr neu seid, da unten ein Männchen draufklicken, mit dabei sein. Kommt auf meinen Discord, er ist gratis, ist umsonst. Man kann immer schön plaudern. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.